Ja, hallo zusammen. Nach dem ersten Clip von mir, wo ich die Heidenstube aufgenommen habe mit gewissen Übungen, hat Ivo und ich jetzt gedacht, wir gehen in die Natur raus und schauen, was die so hergibt. In dieser schwierigen Zeit, die wir jetzt gerade durchleben, ist es wichtig, dass wir rausgehen, den Kreislauf in Schwung bringen und uns bewegen. Wir fangen an mit den Hügelsprints. Wichtig ist bei denen, dass ihr schon warm sind im Körper. Vielleicht eine Runde joggen zuerst oder sonst ein bisschen Gymnastik machen vorher. Ihr sprintet 30 Meter einen Hügel hoch, wo ihr die Steile wählt, je nach Gelände. Hier oben ankommen, rennt ihr zurückrennen, moderat, 40%. Rennt euch dort erholen. Und wenn ihr unten angekommen seid, rennt ihr wieder hoch. Ihr macht das 3 bis 5 Mal. Mehr müsst ihr nicht, das reicht. Für die, die es wirklich wissen wollen, die können hier oben noch 10 bis 20 Zusatz-Liegestütze machen und nachher wieder runterkommen, zum regenerieren. Die nächste Übung ist die mit dem Sling-Trainer. Den können wir überall in der Natur einsetzen, wo es natürlich mehr Spass macht als zu Hause. Wichtig dort ist, dass ihr einen geraden Rücken habt. Wir trainieren dort vor allem die Unterextremitäten, Oberschenkel, gehen ganz tief runter. Die Knie sind in der Verlängerung der Fußspitze. Und schauen auch auf die Armposition, dass die angewinkelt sind. Und machen dort 30 bis 50 Wiederholungen. Auch die Stege kann man immer wieder gut mit einbeziehen. Die nächste Übung ist die Einbeinung. Einbeinig aufgumpen. Langsam. Wichtig ist dort, dass ihr immer die Position hebt, tief sind. Und nachher langsam aufgumpen. Eine Sekunde bis zwei ausharren. Und dann den nächsten Jump machen. Dort ist weniger mehr von der Geschwindigkeit. Es geht um Balance und Koordination. Wenn man den ganzen Körper bei den Stegen mit einbeziehen will, ist Spider-Man eine sehr gute Übung. Und jeder Muskel im Körper wird dort beansprucht. Ein sehr gutes Tool für die nächste Übung ist ein Baumstumpf. Die findet man an jeder Ecke im Wald. Die erste Übung setzt sich zusammen. Wir machen dort den Chair, gehen immer abwechslungsweise mit dem Fuß links, rechts so schnell wie möglich rauf. Und die zweite unterscheidet sich von dem, dass man zuerst mit dem einen Fuß aufgehen, den zweiten aufnehmen, beide zusammen oben haben, wieder mit einem runtergehen, den anderen annehmen, beide unten haben. Eine Übung speziell für den Rumpf, für die Mitte, etwas ganz Wichtiges, ist die Stabilisationsübung. Und zwar sucht ihr dort am besten einen Baumstamm, geht drauf und dann abwechslungsweise linke und das rechte Bein raus, etwa 20 cm und wieder rein schwingen. Macht das ganz langsam, konzentriert euch auf den Rumpf und bleibt dort ruhig. Ganz wichtig in diesen schwierigen Zeiten jetzt ist auch, dass wir den Kopf noch brauchen, kognitiv arbeiten. Sucht euch da dafür einen Baumstamm, geht einbeinig drauf, findet Balance und jongliert mit 3 Bällen. Das machen wir zum Abschluss des Workouts, um ein bisschen runterfahren und nachher wieder bereit sein für die nächsten Aufgaben. Ich hoffe, unsere Übungen helfen euch, den Alltag ein bisschen sportlich zu betätigen. Nutzt die Natur dazu, bleibt gesund und macht es gut.